Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Maselin. Wir treffen uns heute hier zum siebten Spieltag, also nicht der Spieltag 7, sondern am siebten Tag dieser Europameisterschaft. Am sechsten Tag hat natürlich zwei souveräne Teams den Sieg geholt. Da werden einmal Portugal gegen Dänemark, wo die Dänen wirklich gekämpft haben über den Sieg oder wenigstens das Unentschieden nicht mehr erreicht haben. Schade für die Dänen, denn sie haben dann am Ende doch 2-3 verloren. Die Niederländer gegen Deutschland. Dann kann mir nur ein Wort sagen und alles ist klar. Portugal. Warum Portugal? Die Deutschen haben in der zweiten Halbzeit so wie gegen Portugal gespielt. Das war einfach scheiße. So auch zu Recht das Gegentor, das 1-2. Wer so große Lücken freilässt. Es hätte eigentlich schlimmer ausgehen müssen. Neuer hatte über seine Pfoten dabei, weil die Deutschen haben am Ende alles freigelassen. Das war eigentlich so traurig. Ist ja auch egal, das Spiel ist zu Ende, 1-2, Deutschland ist das vierte Finale, fast. Kommen wir aber zum Spieltag dann zu, wenn es soweit ist. Heute sind Italien und Kroatien dran und bei diesen beiden Gegnern, widme ich Kampfinstinkt. Kroatien hat gewonnen gegen Irland letztens, 3-1, und ist momentan die führende Position in der Gruppe. Kroaten wollen auch unbedingt weiter die führende Position bleiben. Und deswegen werden die kämpfen gegen Italien und werden auch aber leider nicht über ein 1-1 hinauskommen. Mein Tipp, Italien-Kroatien 1-1. Spanien hat durch diese italienische, durch dieses italienische Remis von letzten Woche, von der letzten Woche, Wut bekommen. Spanien denkt jetzt wirklich, wegen, das darf uns nicht nochmal passieren. Wir werden uns jetzt doch hinsetzen und alle platt machen. So, und so werden sie auch spielen. Wir können was, ihr könnt nichts. Irland hingegen hat langsam die Träume der Europameisterschaft aufgegeben. Aber nur langsam. Sie wollen nochmal kämpfen. Und deswegen denke ich, Spanien wird nicht überheblich sein, aber sie werden 2-1 gegen Irland gewinnen. Und dann ist Irland endgültig raus. Aber das hat ja hier eine andere Sicht. Ich bin auch mal in der 12. Ihr könnt wie immer mittippen, das fände ich echt cool, ne? Am Ende ziehe ich mal nach, wer die meisten richtigen Tipps gemacht hat und keine Ahnung, was ich da mache. Vielleicht so ein kleines Special. Ich bin Maselin. Bis zum nächsten Mal.